An das üble Wetter habe ich mich bereits gewöhnt, als ich über die Öllandbrücke die typisch langgezogene Insel erreiche. Wie am Abend zuvor möchte ich nach der anstrengenden Fahrt nur noch schlafen. Deshalb suche ich nach diesem ersten Videostopp ein ruhiges Plätzchen. Dass ich vor der historischen Schlossruine Borgland übernachte, merke ich erst am nächsten Morgen. Es ist trocken und schon sehr früh werde ich durch die vielen vorbeifahrenden Autos geweckt. Die besuchen dieses touristische Ziel. Aber das passt, ich werde ohnehin zu einem Campingplatz an der Ostsee als nächste Station wechseln. Wenige Kilometer entfernt liegt der große Campingplatz. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, welcher Rummel hier im Sommer herrscht. Eigentlich ist das nicht meine Welt. Aber jetzt ist nichts los und ich freue mich nach längerer Zeit in Nässe und klammen Klamotten die vom Campingplatz bereitgestellten Annehmlichkeiten nutzen zu können. Solch ein Logenplatz mit Blick auf die Ostsee findet sich für freistehende Camper auf Öland ohnehin nicht. Im nahegelegenen Supermarkt mal etwas Ungesundes eingekauft und schon vereinnahme ich die Küche. Um Markus Ewert zu zitieren, heute Abend gibt's die Bud Spencer Gedächtnispfanne. So kann der Tag ausklingen. Leider verschlechtert sich das Wetter in der Nacht deutlich. Ein kräftiges Sturmtief zieht auf und bereits kurze Zeit später zwingt mich der Starkregen ins Innere der Maus. Diesmal werde ich vom Regen völlig überrascht und versuche erst einmal Klamotten und Kamera halbwegs zu trocknen. Heute kann ich also mit der Kamera nichts mehr im Freien unternehmen, weshalb ich mir die regnerische Phase mit gründlicher Vorbereitung auf die möglichen Hotspots vertreibe. Und dann gibt es ja noch das nette Café gleich gegenüber vom Campingplatz. Völlig leer bin ich dort als einziger Kunde mehr als König. Nichts scheint in Schweden so zuverlässig wie der Wechsel. Am nächsten Morgen ist es trocken und ich mache mich bei mächtigem Sturm auf die Suche nach Ölands Vögeln. Es ist beeindruckend, wie die Ostsee tobt. Doch noch beeindruckender ist es, wie gelassen die Vögel damit umgehen. Aber es gibt auch hier Unterschiede. Besonders Schwäne und Stockenten sind unbeeindruckt ohne Unterbrechung aktiv. Die Kormorane hingegen scheinen den Sturm aussitzen zu wollen. Nur ein letzter Verwegener seiner Art ist im Hafenbecken auf Muschelfang.
Immer wieder kann ich einzelne Möwen beobachten, die beim Gründeln der Stockenten zu profitieren scheinen. Sie weichen ihnen nicht von der Seite. Aber auch alleine sind sie erfolgreiche Jäger. Für den nächsten Tag plane ich eine Tour an den südlichsten Punkt Ölands. Das Wetter soll stürmisch bleiben, doch Regen ist nicht angesagt. Also mal schauen, was ich dort entdecken kann. Lasst euch einfach überraschen und versäumt auf keinen Fall den nächsten Teil. Schon jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und falls euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch einfach. Vielleicht verfolgt ihr auch einfach weiterhin die Tour, wer weiß, was noch kommt. Also bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis demnächst auf diesem Kanal.